Und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen auf unserer kleinen Farm mit Charles und Fridolin. Ja, was machen wir? Wir haben den 24., den Mittwoch, den 24. So, was machen wir denn? Wir gehen wie immer zuerst an den Fernseher. Queen of Swords Rerun. Schauen wir später mal an, vielleicht haben wir es doch noch nicht. Looks like a storm is approaching. Thunder and lightning is expected. Oh, schon wieder? Oh, dann hätte man jetzt fast die Gießkanne abgeben können, ne? Schade. Schade. The only show where the voice of the spirits is channeled directly to you. The spirits are mildly perturbed today. Not on your side. Okay. Was haben wir? Radish Salad. Ja, okay. Haben wir schon. Haben wir tatsächlich schon. Na gut. Na gut. Dann können wir hier erstmal wieder ernten. Na, wie immer. Oh. Oh, guck mal, was da fertig ist. Maple Syrup ist fertig. Das dauert ganz schön lange. Das dauert richtig lange. Da müssen wir einen ordentlichen Wald hinpflastern. Das können wir bei Gelegenheit müssen wir auch mal abgeben hier. Das vergesse ich schon wieder die ganze Zeit. Also. Die Sichel kann ich da nicht reinschmeißen. So, dann schmeißen wir das dabei mal wieder rein. Das schmeißen wir wieder rein. Das schmeißen wir wieder rein. 10 Eisenbahnen haben wir schon. Aber nur noch 5 Copperbar. Copperbar. Die brauchen wir für die Ho. Die Ho haben wir nämlich noch nicht auf Copper. Die Ho haben wir noch nie auf Copper. Jetzt pass mal auf. Wir gehen erstmal hier in den Hühnerstall. Machst du mal die Tür auf vielleicht? Ein Ei. Ein Huhn. Ein Ei. Ein Huhn. Pack. So. Immer schön Futter nachfüllen. So ist richtig. So wie es gehört. So, dann können wir hier den Stall aufmachen. Die Miezekatze liegt noch voll rum. Gucken wir mal zu den Pilzen. Zu den Pilzen, da tut sich nichts. Okay, gut, dann lassen wir die Pilze Pilze sein. Wir wollten heute auch auf jeden Fall noch zu Dings gehen, zu Robin, ne? Miau. Zu Robin. Und dann hoffen, dass die gute Frau diesmal endlich an ihrem Verkaufs... Alter, 29 Eier schon. 29. Krasse Sache. 29 Eier. Ist das Ding jetzt endlich mal... Immer noch nicht. Der Mais wird irgendwie gerade auch nicht mehr reif, habe ich das Gefühl. Ah, gut. Ah, mal gucken. Gehen wir nochmal. Nein, ich will. Oh, jetzt geht das wieder los. So. Haben wir 37 von dem hier? Wieder schön Kohle, ne? Also wenn wir unser Haus aufgewertet haben, haben wir trotzdem immer noch 20.000 übrig. Das ist richtig nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Haben wir da drüben noch irgendwas, was reif ist? Nee, gar nichts. Mal gucken, was noch alles reif wird, bevor der Herbst kommt. Warte mal, wir schmeißen mal... Komm, wir schmeißen mal eine da rein. Von denen. So. So. Und das ist fertig. Ja, das holen wir später. Holen wir später. So, das Zeug verkaufen wir erstmal so, dass... Achso, nee, den goldenen wollten wir aufheben. Genau, das goldene wollten wir aufheben. Das goldene wollten wir aufheben. Oder haben wir da nicht schon? Ah, 2 goldene. Hoffen wir mal noch gar keinen goldenen. Alles gut. Das ist gut. Goldener. Doch, haben wir tatsächlich schon. Warte mal, dann kommt der hier raus. Dann kommt der hier raus. So. Da müssen wir mal ordentlich Kisten basteln, damit wir ja mal ordentliches Dingens haben, weißt du? Ordentlich, ordentlich. So. Erstmal schön den Mais gießen. Taram, 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 taram. Ich hab's schon wieder gemacht. Ich mach das schon wieder falsch, weißt du? Die ganze Zeit. Entweder kriegt's er nicht auf die Reihe oder ich krieg's immer nicht auf die Reihe. Es ist so grauenvoll. Kriegst gleich was. Bin schon unterwegs mit der Gießkanne, kleines Fräulein. Ah ne, bist ja... kleines Fräulein. Ist ja ein Kerl, der junge Herr. Komm gleich zu dir. Bin gleich da. Nur ein bisschen von dem hier und ein bisschen davon. Und ein bisschen davon. Und ein bisschen davon. Müsste eigentlich reichen, ne? Ja, müsste reichen. So, jetzt kriegst du fein Happa Happa. Saufi. Entschuldigung. Pack.
meckerst du denn? So schönes Wetter hier. Oder ist hier zu warm? Oder frisst du etwa an meinem Gemüse rum? Sag mal. So. Und jetzt? Nein, kann ich noch gießen. Jetzt ist Ende. Jetzt ist Schicht im Schacht. Schichte in die Schachte. So, erstmal den hier. Dann den hier. Dann den hier. Dann den hier. Den hier. Und den hier. Ach, so viel zum Gießen, ey. Da müssen wir echt mal... Ich weiß, das sage ich jedes Mal. Und jedes Mal machen wir wieder Gedanken, wie wir das am besten machen können. Aber jetzt warten wir dann erstmal ab, wie es mit der Gießkanne ausschaut. Wenn die auf Eisen ist. Dann bin ich mal gespannt, ne? Dann bin ich mal gespannt. War... Geht die Musik wieder los? Ja! Die fröhliche Musik. Passend für die Arbeit. Da fehlt noch so ein Radiomoderator dazu. So ein Radioprogramm wäre super. Den habe ich jetzt alle drei gegossen. Wieso gieße ich die... Ja. Charles. Bah. Weißt du, wegen deinem Fehlgießen reicht es das Wasser wieder nicht. Unglaublich. Unglaublich. So, aber jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alles. Dann können wir die Gießkanne wieder verstauen. Weißt du, was wir jetzt noch machen? Die Gießkanne verstauen, wa? Wir haben jetzt sonst eigentlich nichts mehr. Warte mal, ich muss mal hier sortieren. Das kommt dahin. 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 Das brauchen wir jetzt gleich. Dann können wir nämlich das ganze Zeug hier mitnehmen, was wir für die kleinen Mannequins brauchen da oben. So. Das sind eh bloß noch zwei Fuhren. Mit Eisen. Können wir die noch schnell reinhauen. So, dann ist Eisen auch durch. Erstmal. Kopper haben wir sowieso keins mehr. So, jetzt pass auf. Das können wir mitnehmen. Das. Wunderbar. Wunderbar, sag ich dir. Wunderbar. Jetzt pass auf. Jetzt gehen wir hier hoch. Gehen wir zu Robin. Lass unser Haus fertigstellen. Endlich mal. Zeit wird's ja schließlich. Das nehmen wir auch noch mit. Alles, was auf dem Weg liegt, wird mitgenommen. Wäre ich beinahe vorbeigelaufen. Da ist er. Da ist er. Upgrade House. I can increase the size of your house and add a kitchen. It will cost 10,000 gold and you also need to provide me with 450 pieces of wood. Are you interested? Yeah. Thank you, I get started tomorrow. It should be finished in around 3 days. Okay, in 3 Tagen ist sie fertig. Am Morgen fängt sie erst an. Volle Sau. Was? Hab ich nicht gesagt? Nö. Nee, war ich nicht. Muss der Nachbar gewesen sein. Definitiv war das der Nachbar. Bin mal gespannt, ob wir da wieder, ob wir vielleicht sogar wieder was fertig kriegen. Muss ich mal überlegen, wo wir das ganze Zeug noch brauchen eigentlich. Erstmal durchgucken. Erstmal alles durchgucken. Quality Crops Bundle. Haben wir nischt. Da brauchen wir noch ordentlich. Da müssen wir schauen, dass wir irgendwie Mais, ne? Müssen wir irgendwie vielleicht nochmal Maissamen kaufen in die spezielle Erde, ne? Dass wir da guten Mais zusammenkriegen. Nicht nur so 0815 Mais. Melonen müssen wir sowieso später gucken. Parsnip bis Frühling. Das können wir dann auch machen im Herbst. Also haben wir das da schon mal. Da haben wir schon mal nichts. Da haben wir. Die Jelly. Da haben wir die Jelly. Was sind das eigentlich? Aprikosen. Ah, Goat Cheese, Cherry, Pomegranate, Peach. Wir müssen auf jeden Fall Obstbäume pflanzen. Sehe ich schon. Artisan Bundle. Achso, das haben wir ja gerade gehabt. Das haben wir auch gerade gehabt. Animal Bundle. Können wir sowieso noch nichts. Da können wir noch nichts. Dann war hier. Fall Crops Bundle. Achso, das können wir auch... Ach, halt. Den können wir noch reinschmeißen. Dann brauchen wir noch Eggplant und Pumpkin. Alles wunderbar. Wunderbar. Also haben wir da schon mal nichts zusammengekriegt.
Winter haben wir sowieso noch nicht. Exotic haben wir den hier. Oh, dann haben wir den fertig. Exotic haben wir den fertig. Was wollte ich stattdessen? Den Maple wollte ich stattdessen reinlegen. Oder so ein lila Pilz. Aber, ne? Haben wir extra den Kakteen geholt. Wunderbar. Was haben wir gekriegt? Autumn's Bounty. Oh, wie er sich bedankt hat. A Taste of the Season. 220 Energie, 88 Health. Plus 2 Foraging. Plus 2 Defense. Ist das eigentlich dauerhaft, dass ich den Buff... Ist das sowas wie ein Buff oder ist das bloß... Oder ist es dauerhaft? Ich glaube, das ist sowas wie ein Buff. Das ist, glaube ich, sowas wie ein Buff. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre so ein bisschen arg übertrieben, weil dann pfeifst du dir so ein paar Dinge rein und dann bist du voll mit deinem Level. Das wäre ein bisschen unsinnig. Na gut. So, was hat man dann noch? War das da noch? Chefsbundle. Da brauchen wir den Maple. Genau. Dann haben wir den Enchanter. Da haben wir gerade nichts. Fodder. Da haben wir das. Field Research. Haben wir das. Dye. Aquamarin. Sunflower brauchen wir noch. Red Cabbage. Duck Feather. Da braucht man ja auf jeden Fall Enten anscheinend. Sea Urchin. Weiß ich auch noch nicht, wo wir die herkriegen. Keine Ahnung. Wo brauchen wir denn den lila Pilz? Jetzt wahrscheinlich gar nirgendwo mehr. Ach doch, nee, hier. Natürlich. Da brauchen wir jetzt bloß noch die Nautilus Shell. Dann ist der auch fertig. Da haben wir nix. Da haben wir nix. Die Frozen Tier. Wo brauchten wir die denn noch? Das ist Geld, das weiß ich. Ah, ich glaube, das war hier, ne? War es hier? Ne, hier brauchten wir die. Dulum. Schön, dann Geologist-Bundle. Da war die Frozen Tier, genau. Und dann brauchen wir da eigentlich nur noch den Fire Quartz. Also einmal Fire Quartz und Gold. Small Magnet Ring. Ach, den haben wir doch schon. Das ist ja super Belohnung. Toll. Und ich habe mich schon gefreut. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einmal Gold. Und wir brauchen noch einmal den Fire Quartz. Oh, den herkriegen weiß ich auch noch nicht. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Minenkarren. Jetzt pass mal Obacht. Jetzt pass mal Obacht. 10.000, 2.500, 5.000. Das machen wir mal. Chocolate Cake. Cool. Und, ja, komm. Was soll das? Das kriegen wir sowieso heute Nacht wieder rein. Also das auf jeden Fall. Quality Fertilizer. Improves soil quality, increasing your chance to grow quality crops. Mix it until it's soil. Oh, das ist super. Den können wir brauchen für unsere Quality-Dinger. Wunderbar. Was waren jetzt die anderen Beträge noch? Das war jetzt 10.000 und 25.000. Ja, gut. Da warte ich noch. Da warte ich noch, bis das große Geld kommt. Sonst haben wir ja eigentlich alles, ne? Das haben wir vorhin gefunden. Das war Belohnung. Das war Belohnung. Das war Belohnung. Das war Belohnung. Das ist übriges Holz. Alles klar. Haben wir das auch wieder erledigt. Für heute. Ah ja, da freuen sie sich, die kleinen Männchen. Und ich auch. Wenn ich die kleinen Männchen glücklich machen kann, freue ich mich natürlich auch. Nicht. Die sind ein bisschen arg habgierig. Alles wollen sie haben, alles wollen sie haben. Aber sie machen ja dafür auch was. So ist es ja nicht. So, looking for a super Cucumber. Super Cucumber. Super Cucumber. Na toll. Keine Ahnung, wie ich an die kommen soll. Der Willi hat heute Geburtstag. Der Willi hat heute Geburtstag. Mal hoffen dabei. Nö. Dance of the Moonlight Jellies. Ah ja, das ist am... Ja, ja, genau. Warte mal. Packt der Willi vielleicht Schokokuchen? Mag der Willi vielleicht Schokokuchen? Ich geh mal den Willi besuchen. Vielleicht mag der Willi Schokokuchen. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, wer es noch mag. Aber gut. Schokokuchen, das kann natürlich auch sein, einfach als Geburtstagsgeschenk, dass es deswegen mag.
Jetzt pass mal auf. Lieber Willi. Da ist er. Jetzt pass mal auf, was ich hier Feines für dich habe. Guck mal. Oh, it's for my birthday? Oh, thanks. Die Stimme hat überhaupt nicht gepasst. You've already given Willi a gift today. Ja. You've already given... Ich will mit ihm reden. Ah. Some fish come and go with the seasons. Others only come out at night or in the rain. Ah, im Regen dann auch noch. Ah, sehr interessant. Das ist ja interessant, wenn die unterschiedliche Wetterbedingungen auch noch erscheinen. Auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir dann noch 300 Holz zusammenkriegen. Für den kleinen Steg da drüben. Dann können wir nämlich da drüben Korallen einsammeln. Und dann... Na, dann geht's richtig ab. Dann geht's richtig ab. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Wann habe ich die Axt abgegeben? Gestern? Habe ich die gestern abgegeben? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ach, jetzt ist die Mani schon weg. Ich wollte gerade noch ein Hühnchen kaufen bei ihr. Na gut, dann halt nicht. Dann halt kein Hühnchen. Müssen sie halt zu zweit miteinander spielen. Das kriegen die schon hin. Das kriegen die schon hin. Das kriegen die schon hin. Was haben wir? 6 Uhr abends. Können wir dann noch groß machen? Wahrscheinlich nicht viel. Oh. Zeug einsammeln kann man da. Oh, da oben ist auch noch was. Upp. Können wir unsere Truhen ein bisschen durchsortieren. Wir haben leider nur 7 Holz. Das heißt, eine neue Truhe wird auf jeden Fall nicht drin sein. Oh, das Eisen ist fertig. Das Eisen ist fertig. Das Eisen ist fertig. So, jetzt haben wir... 14 Eisen. Was? Krasse Scheiße. So, Grape Jelly. Jelly brauchen wir jetzt nicht mehr. Können wir verkaufen eigentlich. Die goldene Spiceberry heben wir auf jeden Fall mal auf. Oder haben wir da schon? Haben wir da schon eine? Nee, da haben wir noch keine. Jetzt pass mal, Obacht. Wir verkaufen jetzt. Verkaufen wir jetzt irgendwas? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das kommt da rein. Da haben wir auch noch keine silbernen. Da haben wir noch keine silbernen. Wir schmeißen mal alles, was Gold ist, in die andere Truhe. So schaut es nämlich aus. Irgendwas Goldenes noch dabei? Irgendwas Goldenes? Ne? Okay. So, da kommt jetzt alles Goldene rein. Und das da... Das kommt raus. Das kommt raus. Das kommt raus. Das kommt rein. Das kommt rein. Das kommt rein. Alles, was wertvoll ist, kommt da rein. Dann kommt das da ebenfalls raus. Und das da kommt raus. Und das da kommt raus. Das kommt raus. Das kommt raus. Das ist wertvoll. Das ist auf jeden Fall wertvoll. Das ist schweineteuer. Gut, das Zeug ist jetzt nicht so wertvoll, aber... Das muss man jetzt nicht, muss ja jetzt nicht jeder wissen. Das ist noch normales Zeug. Ha, die Kiste, die wird deswegen auch nicht leerer. Das können wir stapeln. Das kommt rein. Da haben wir noch keine drin. Da haben wir noch keine drin. Davon haben wir. Da haben wir schon drin. Na, das wird ja Prost Mahlzeit. Meine Kisten werden voll. Ist wohl nichts mit sortieren. Da haben wir, glaube ich, auch noch irgendeinen Krusch drin. Nee, eigentlich nicht. Oh, Buffoot können wir da reinschmeißen. Und, warte mal. Das ist die Kiste mit den Werkzeugen. Da können wir die Samen und sowas auch reinschmeißen. Haben wir nicht irgendwo noch Fertilizer gehabt? Also nochmal irgendwie Fertilizer? Wir hatten doch nochmal... Ach nee, den habe ich schon verbraucht. Stimmt. Den habe ich schon verbraucht. Das ist Garten... Ja, okay. Baumaterial. Das ist... Das lassen wir jetzt mal wo... Ja, komm. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Dann können wir da jetzt mal kurz sortieren. Das ist kein Barfood. Nee, das ist kein Barfood. Das nur kruscht. Können wir rein theoretisch... Komm, schmeiß den Kuchen auch mit rein. Tja... Tja. Das wollten wir verkaufen.
Das wollten wir verkaufen. Den wollten wir auch verkaufen, aber da kriegen wir, glaube ich, nicht viel. Ich weiß gar nicht, ob wir den da überhaupt verkaufen können. Wahrscheinlich eh nicht. Nee, können wir eh nicht. So. Jetzt haben wir keinen Platz mehr fürs Holz. Das ist ja doof. Das ist ja echt doof. Hm. Wie machen wir das denn jetzt? Kann ich die Winter Root eigentlich auch einmachen? Nee, anscheinend nicht. Die kann ich nicht einmachen. Dann kommt die halt da in die Kiste ran. Haben wir irgendwas, was einzeln rumliegt? Hm. Ja, nee. Haben wir nicht. Das ist doof. Na gut, dann kommt das halt vorübergehend jetzt alles erstmal da rein. So. Und Ruhe. Moment, ich wollte noch eine Frucht einlegen. Eine Frucht wollte ich einlegen. So. Gut. Dieses Fliegengesurre. Die sind schon fein sauber da drin. Passt, wunderbar. Wunderbar, 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 wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, geht's auf in den nächsten Tag. Ne? Den 25. haben wir noch 3 Tage. 3 Tage haben wir noch. Da ist der Sommer vorbei. So schnell. Level 5 Foraging. So. Forester. Wood worth 50% more. Chance for double harvest of foraged items. Chance for double harvest of foraged items. Hm. Wood worth 50% more. Chance for double harvest of foraged items. Das wäre ja, foraged items wäre ja dann eigentlich nur Fiber und so ein Zeug, oder? Eigentlich. Also, dass mehr Holz rauskommt, ist, glaube ich, schon geiler. Das ist, glaube ich, schon besser. Nehmen wir das. Ganz einfach. Ganz einfach. Jo, 3981. Boah. Das meiste ja wie immer die Blaubeeren. Na gut. Der 25. des Sommers. Immer noch im ersten Jahr. Fast haben wir die Hälfte geschafft und es regnet. Wir müssen nicht gießen. Leute, wir müssen nicht gießen. Wir können in die Mine. Wir können in die Mine gehen. Habe ich gestern den Wetterreport gar nicht angeschaut? Morgen ist wieder sonnig. Was sagt das Glück? The spirit is feeling neutral. It is in your hands. Ja, okay. Was sagt der hier? Fall is almost here. It's arguably the most lucrative season for farmers. So make sure you're saving some money to buy new seeds. If you haven't upgraded your watering can by now, it's probably a good idea. Okay. Okay. Das ist interessant. Der Herbst ist also die lukrativste Jahreszeit. So. The farmer Charles, my knee is acting up again and you know what helps? Rubbing the darn thing with hot pepper. Trouble is my supplies run dry. If you've got one to spare and be much obliged. Okay, das können wir machen. Der will für seine alten müden... Huch, da war wieder Blitz. 1, 2... Nein. 3, 4, 5... Er will für seine alten, müden Knie, möchte er doch gerne eine Hot Pepper haben, die da angeblich gegen hilft. Die können wir ihm natürlich vorbeibringen, weil wir haben ja noch welche auf Lager, haben wir extra aufgehoben gehabt. Für was auch immer. Genau für solche Fälle, wahrscheinlich. Wie hier nichts reif wird gerade. Das ist traurig gerade irgendwie. Hm. Da ist nichts fertig. Eier können wir noch holen. Die Hühnis, die bleiben schön drin. Oh, ein Large Egg. Oh, das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar, das brauchen wir noch. Das Large Egg. Und jede Menge Pilze. Eigentlich könnte ich die Pilze auch verkaufen mal.
Weil für die müssen wir nichts tun. Für die müssen wir nichts tun eigentlich. Da müssen wir nur drauf warten. Die behalte ich mal. Da behalte ich auch mal zwei. Da behalte ich einen, dann haben wir eine runde Zahl. Ja, den. Ach komm, weißt du was? Verkaufen wir mal ganz. Kriegen wir sowieso immer wieder raus. Das passt schon. Das passt schon, sag ich dir. Das passt schon. Wie viel Dingens haben wir eigentlich? 95, okay. 95 ist in Ordnung. Was wollte ich da jetzt rein? Genau, das Large Egg. Da, dann bloß nicht vergessen. Nicht, dass es mit, mit dem Zeug in der Kiste irgendwo anders hinwandert. Das wollen wir ja nicht. So, Gold kommt da rein. Das andere können wir verkaufen. Die Pilze wollten wir auch verkaufen. Die Champignons. Bin mal gespannt, ob die was bringen. Also außer ein bisschen Geld. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Brauchen wir sonst noch was? Nö. Hm. Foraging bringt uns hier ja nicht viel. Aber es gibt 2 plus 2 Defense. Komm, nehmen wir das einfach mal mit. Da haben wir was zum Essen dabei. Jetzt können wir rein theoretisch gucken, was brauchen wir denn für die Bomben. Copper Ore und Coal. Haben wir nichts. Transmute. Ich kann Copper Bar in Iron umwandeln und später kann ich das wahrscheinlich mit Iron und Gold machen. Jetzt kommt es mir gerade. Ist ja richtig nice. Richtig, richtig nice. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ich hält. Wie viele Steine haben wir denn? 287. Ja. Nehmen wir mal 144 mit. Kann nicht schaden. Das legen wir mal dahinter. Das legen wir auch dahinter. Notfalls für den Gang, falls wir da nicht genügend zusammenkriegen. So, was wollte ich machen? Ach ja, genau. Genau, genau, genau. Bevor wir es vergessen. So. Das bringen wir zu dem guten George. Grope Research. Das bleibt uns also erhalten. Na gut. Volle Energie. Ach, die arme Robin, die tut mir... Jetzt, wo ich sie nicht mit dabei habe, weißt du? Ist mir jetzt auch egal. Wollen wir vielleicht auf dem Rückweg oder vielleicht sind sie morgen noch da. Puh, weiß ich nicht. Gehen wir erstmal zum guten George, der ja da hinten in der Wohnung wohnt. So. Da sitzt er schon. Hier, bitteschön. Took you long enough. Well, was? Took you long enough. Well, it's good and spicy at least. Thanks. Hat der jetzt auch noch gemeckert, weil ich so lange gebraucht habe? What a rotten day. Der ist nur ein Meckern, der Kerl. Oh, 200 Gold nehme ich doch gerne. Dann lasse ich mich auch anmeckern. Für 200 Gold. So, und jetzt geht's ab in die Mine. Leute, ab in die Mine. Ab in die Mine. Up and down. Au. Hallo? Gewitter? Gewitter? Immer dieses Gewitter? Bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Und was wir alles entdecken werden. Haben wir den Ring noch dabei? Nee, schade. Wir werden ihn später verkaufen können. Ah, egal. Wir kommen sowieso nie vor 10 raus, also ist das eh wurscht. Wurscht. So, jetzt pass auf. 55. Ja, geht ja schon gut los. Genau, wir wollten ja gucken dann, was auf Ebene 60 dann als Belohnung kommt. Weil mir gerade einfällt, dass die Waffe irgendwie ja doch ein bisschen lame ist hier. Also, da war nichts mehr. Da war nichts mehr, da war nichts mehr.
Kohle. Keine Kohle. Ach ja. Leiter suchen. Ach, da ist er ja schon. Wunderbar. Ach du Scheiße, da ist eine ganze... Da ist eine ganze Familie von verrückten Kohlviechern. Hallo, wieso drehst du dich nicht um? Wie er sich einfach nicht umdreht, der Kerl. Also manchmal ist er echt unverständlich. Oh, eine Leiter. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, umso näher die an mir dran stehen, also umso mehr die von dem Schwert abkriegen, umso mehr Schaden mache ich dran. Ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt oder ob es wirklich so ist. Das würde mich mal interessieren, wenn das so ist. Da brauche ich ein richtig langes Schwert. Da brauche ich eins, das richtig, richtig lang ist. Oh, das ist böser Schleim. Das ist ganz böser Schleim. Der hat rote Augen. Okay, so böse war er auch nicht. Wupp. Ach. So eine schon wieder. Tschüss. Ist die mir jetzt hinterhergelaufen oder was? Ja, die ist mir wohl hinterher geflogen. Na komm her, du Schlossgespenst. Du heulender Hund. Gut, dass er so langsam ist. Ups. Gut, dass er so langsam ist, sagte er und wurde verschluckt vom Schlossgespenst. Ja, komm her jetzt. Hab keine Zeit zum Rumtrödeln. Oh, 3 Goldohr. Das ist ja richtig nice. Da brauchen wir bloß noch 2. Dann können wir einen Goldbahn machen und dann können wir die Minecarts freischalten. Boah, das ist ja super. Das ist ja geil, wenn die Geister Gold geben, hin und wieder. Das finde ich super. Das finde ich jetzt wirklich super. Oh, Hardwood. Na komm. Du willst es doch auch, ich weiß es. Und eine Leiter. Haben wir heute Glück? Oder liegt das in unserer Hand? Ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder vergessen. Oder hat Jade gedroppt? Nur sowas. Wir sind schon auf Ebene 57, das heißt, da ist die Leiter. Ebene 58, haben wir noch 2 Etagen, dann sind wir auf Ebene 60. Geil. So lobe ich mir das. So lobe ich mir den Minenausflug. Ach, schön. Bin mal gespannt, was Ebene 57 so für... Ebene 58 so hat für mich. Eisen. Eisen ist immer gut. Und Fledermäuse. Fledermäuse sind jetzt nicht so toll. Na komm her. Wo bist du denn? Da kommt sie angeflogen. Hat die gerade noch extra Gas gegeben? Tschüss. So ein dummes Ding. Und die Leiter. Wunderbar. Ebene 59 ist sicher. Die ist safe. Leute, Ebene 59 ist safe. Gar nicht wahr. Letzte Woche sind noch 2 gestorben da unten. Die Leute nicht wissen. Noch eine Leiter. Heute haben wir Glück. Heute haben wir Glück, Leute. Leute von heute. Heute haben wir Glück. Was ist das? Ein Diamant. Wir haben einen Diamant gefunden. Ja, die Kohle können wir leider nicht nochmal looten. Schade. Aber wir haben einen Diamanten gefunden. Geil. Unser erster Diamant. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Minecraft. Schon wieder.
Na gut. Muss ja nichts zu heißen haben. So, Ebene 59. Ach ja, das war das Ding. Das kriegen wir jetzt locker hin. Das kriegen wir locker hin. Ja, definitiv kriegen wir das locker hin. Da können wir noch schön kruscheln gehen. Hast du Gold dabei? Hast du Gold dabei? Der läuft mir sowieso hinterher. Kann ich zwischendrin einfach mal ein paar Mal draufhauen. Ich werde ihn auf jeden Fall kaputt machen. In der Hoffnung, dass da nochmal Gold rauskommt. Wahrscheinlich kommt da bloß ein Gold raus. Na, wo ist er? Da ist er. Nö, zwei Solaressenzen. Schade, aber auch cool. Haben wohl doch nicht so viel Glück. Genauso wenig wie die Fledermäuse. Die haben auch nicht so viel Glück. Manchmal schlägt der irgendwie ein bisschen random, habe ich das Gefühl. Oder ich stelle mich schon wieder so doof an. Das kann natürlich auch sein. Oh, diese Kohleblubbeldinger sind so cool. Ich finde die voll putzig. Steine kriegen wir ja auch jede Menge zusammen. Das ist einmal eine Erkundungstour in der Mine und wir sind steinreich sozusagen. Oh, mein Hals, ne? Ich muss, also, ich glaube, wenn wir hier durch sind, ne? Wenn wir hier durch sind. Ich weiß gar nicht, ist das der zweite Tag? Ja, ich glaube, das ist der zweite Tag. Wenn wir hier durch sind, muss ich, glaube ich, echt mal eine Aufnahmepause machen, weil mein Hals, der fühlt sich schon an, als wäre er in Fetzen gerissen. Vom ganzen Quatschen die ganze Zeit. Das ist unglaublich. Unglaublich ist das. Das Lustige ist, wir müssen jetzt wieder einmal komplett zurücklaufen, wenn wir hier keine Leiter finden. Weil die Leiter nämlich ganz außen... Oh, huch, bin ich voll reingelaufen in den Schleim. Oh, schön. 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 Ja. Nette Ausbeute. Nette Ausbeute. Jetzt kommt noch das Loot von Ebene 60. Ja gut, dann laufen wir halt nochmal einmal komplett außen rum. Kann ja nicht schaden. Bisschen Bewegung schadet nie. Werde ich jetzt vielleicht dann auch noch machen. Kurzen Nachtspaziergang draußen in der frischen Luft. Bleib nicht immer an den Ecken hängen. Sag mal, mach mal die Augen auf hier. Mensch, Charles, du weißt doch, wie das geht. Deine Mami hat dir doch damals beigebracht, wie das funktioniert mit dem Laufen. Ein Schritt vor den anderen und immer gucken, wohin. So, da ist die Leiter. Da ist die Leiter. Badam. Und da ist ein See. Ein Crystal Dagger. Aber ein Dagger. Nur das heißt der Crystal Dagger. Ein Dagger. 4 bis 10 Damage. Plus 50 Crit Power. 5 Weight. 9 bis 17 Damage. Wie macht der denn? Ach so, der macht so. Nur nach vorne. Wie er die Augen zudrückt beim Zustoßen. Ich bin nicht sehr, wo ich hinsteche. Okay. Ist jetzt nicht so toll, würde ich jetzt mal sagen. Also da hätte ich mir lieber ein stärkeres Schwert gewünscht, ne? Da hätte ich mir lieber ein schwerteres Stärk gewünscht. Aber wir haben 11.10 Uhr. Weißt du was? Wir gucken jetzt nochmal kurz. Wir gucken nochmal kurz in die nächste Ebene. Können wir noch mitnehmen. Oh, da ist noch ein Geist. Vielleicht. Und da haben wir übrigens auch noch einen Amethyst. Oh, das wäre jetzt echt cool. Das wäre jetzt echt cool.
Ah, schade. Na gut, komm. Da kommt eh nichts bei raus. Außer eine Frozen Geode und eine Fledermaus. Lief dem ein. Wir haben heute ordentlich was erreicht. Jetzt gehen wir lieber nach Hause, bevor wir wieder umkippen. So. Oh, ich will gar nicht aufhören zu spielen. Aber langsam sollte ich echt mal ins Bett gehen. Eigentlich. Morgen soll wieder die Sonne scheinen, ne? Da war es das dann wieder mit Minentour machen. Ah, wir sind schon auf Ebene 60. Leute, Ebene 60. Geht eigentlich recht fix. Ich bin schon am überlegen, ob ich mir vielleicht... Ob ich mir vielleicht nicht doch noch einen besseren Schwert hole dann. Ein besseres Schwert wäre schon cool. Warte mal, wir gucken mal kurz hier da rein. Ist ja eh pausiert. Da haben wir die Frozen Tears drin. Da haben wir den Quarz drin. Da haben wir wieder Eisen. Aber kein Kupfer, dafür 3 Gold. Mal was Neues in der Truhe. Dann haben wir Amethyst. Das ist was für die gute Abigail. Den Jade können wir da reinhauen. Da haben wir auch schon 5 Stück davon. Aquamarin haben wir jetzt auch 2. Das kommt zum Schmied. Den Diamanten können wir da reinhauen. Die Kohle kommt da rein. Haben wir jetzt auch 34. Schön. Das ist schön, das ist schön. Das kommt alles in die andere Kiste, ne? In welche eigentlich? Nein, die wohl nicht. In die auch nicht. Ja doch, das da. Das und das. 87 Schleime. Hm, nicht viel. Ist nicht viel. Hardwood haben wir 9. Das ist schon wieder viel. 313 Steine. Die Cave Carrot, die hat jetzt gar keinen Lagerplatz, ne? Ne. Die hat gar keinen Lagerplatz jetzt. Das können wir verkaufen. Das kriegt die Abigail. Das kommt zum Schmied. Huch, wir haben 1.10 Uhr. Ach ja, wir sind ja direkt vom Haus. Die Robin arbeitet immer noch. Fleißig, fleißig. Das muss man ja lassen. So, verkaufen. Schmied, Abigail. Essen. Sortieren. Essen. Sortieren. So. So lobe ich mir das. So, und jetzt ab ins Heierbettchen. Gute Nacht, Mieze Mounts. Ach, die habe ich vergessen heute. Oh. Na gut, dann gehen wir schlafen. Haben wir irgendwas erreicht? Nee. Das wäre, glaube ich, vorher gekommen. Ja, ja, ja. Waren keine Blaubeeren dabei, sieht man schon. Aber die Pilze... Ja. Ja, die sind es nicht so viel wert. Die sind ein bisschen mehr wert. Mehr wert. Ja, Moral und Chanterelle, die lassen sich ja nicht ganz gut verkaufen. Kann man so. Kann man so stehen lassen, glaube ich. Kann man so stehen lassen. Aber Leute, ihr wisst ja Bescheid. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen genug aufgenommen. Das reicht wieder für ein bisschen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich wieder ganz von vorne anfangen muss mit meinen Kenntnissen und ich mich wieder saudumm anstelle. Und ich hoffe, ihr habt dann trotzdem Spaß damit. Ne, ist ja jetzt nicht das erste Mal. Aber ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr guckt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein. Tschüdelö.